Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6. Mittlerweile auf der Version 1.8.7.73. Heute Morgen ging erst die Version 1.7 online. Für die Version 1.8 sehe ich hier nicht mehr irgendwelche Patch Notes. Aber für die Version 1.7 sehen wir durchaus einige Patch Notes. Und zwar viele Bugfixes. Ich gucke mal, ob hier irgendwas Neues dazu gibt. Stronger Glue, also der Klebstoffschütze, funktioniert nur mit dem Moab-Klebstoff-Upgrade. Also hat wohl anscheinend vorhin wenig funktioniert. Der Moab-Kleber und. Vielleicht stärkerer Klebstoff, ne? Ah, ich glaube, in Kombination damit konnte es vielleicht. Oder hat es vielleicht nicht funktioniert. Monkey Knowledge wurden irgendwelche Dinger gefixt. Okay, Optimization, Power Menu Loading Time. Gab es hier irgendwelche polare Probleme, ja, mit dem Power Menu hier. So, es gibt heute schon das 20 Affengold. In 3 Tagen gibt es 100 Gold. Okay, ansonsten sehe ich hier nichts Relevantes mehr. Repeating daily challenges no longer counts towards daily challenge. Oh, okay, das gab's anscheinend mal. Also wenn man die immer wieder wiederholt hat, die Tageshaushauen, dann hat man die dazu bekommen zu dem Erfolg, den es hier gibt. Das ist natürlich auch schon leicht erbärmlich, wenn man das macht. Hier 100. Genau, 100 tägliche Herausforderungen gewinnen. Wenn man das halt immer wieder wiederholt, dann konnte man hier halt ordentlich was sammeln. Okay, nee, ist nicht erbärmlicher, man hat es einfach genutzt, aber okay, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Almost forgot to mention Chimps Mode, no rewards, end of round cash. Okay, also den Schimpansen-Modus ergibt einem scheint am Ende der Runde jetzt doch Geld. War wohl, entweder das war ein Bug oder es war wirklich, sie haben eingesehen, dass es zu schwer war. Und Banana Farmer Now Collects Monkey Opolis Crates, also die Kisten, die das Ding created. Okay, aber Version 1.8 sehen wir leider noch nicht und hier wird ist doch nichts irgendwie was besprochen. Ja, in dem, also ne, Ninja Kiwi Forum, da sieht man das. In dem BTD6 Forum. Aber hier wird nichts diesbezüglich geschrieben. Okay. Gut, was haben wir hier schön? Das ist eine tägliche Herausforderung. Fallschirme, leicht und Standard. Wir haben Open, Nagelfabrik und einen Reißnagelwerfer. Interessant. Und wir kriegen einen. Ach genau, weil ich habe die Frage auf jeden Fall schon gelesen, habe sie noch nicht beantworten können in den Kommentaren und auch noch nicht aufgeschrieben. Aber einige haben gefragt, wie man denn die Affen setzen kann, wenn man in dem Spiel ist. Und zwar hier kann man sie nicht sehen, das ist richtig. Man kann die Affen aber in-game sehen. Na, das geht, das ist möglich. Also Open, Reißnagelwerfer und die Nagelfabrik haben wir. Und das zeige ich euch jetzt mal, wo das zu finden ist, falls ihr euch immer gefragt habt. Und zwar geht ihr einfach auf Kräfte und dann einfach nach unten scrollen. Das ist eigentlich ziemlich simpel, ne? Und dann, wenn man hier drauf drückt, seht ihr, was ihr für verschiedene Affen habt. Ich habe hier 002 Magier, 000 Magier. Hier habe ich einen 001 Druiden und zwei 000 Druiden. Hier habe ich noch einen 101 Ninja Affen. Und das ist ziemlich cool gemacht. Ja, also wer sich da gewundert hat, dass da irgendwie was gefehlt hat, nein, die sind hier unten auf jeden Fall. Ja, ist ein bisschen ungünstig, muss man sagen, weil es genauso viele Kräfte gibt, wie hier reinpassen. Aber hier unten sind die auf jeden Fall zu sehen und auch zu nutzen. So, Oben, was hast du denn Schönes? Nehmen wir mal ihn, ne? Oder hier hin? Hier hin ist euch besser. Ja, schauen wir mal, was Oben so Schönes hat. Ja, wir haben ihn vorher nicht genutzt. Ich würde ganz gerne wirklich die Patch-Notes für 1.8 werden. Ganz cool. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber gut, ist jetzt aktuell nicht so. Dann haben wir das Update 1.7 erledigt. Wir können mal Update 1.8 fürs nächste Mal, schreibe ich mir mal auf. Dann gucken wir, also ich gehe immer meine To-Do-Liste durch, ne? Da stehen die ganzen Kommentare und so weiter drin. Um
Ich würde, mir ist gerade eine Nagelfabrik ehrlich gesagt lieber auf am Ende. Deswegen, ich warte mal ein bisschen mit dem Gold. So, Ninja Kiwi Blockposts. Oder auch nicht. Ist ja hässlich. Schon ein Leben direkt verloren. Okay, ist da noch nicht so gut. Setzen wir die doch hier hin. Mehr Reißnägel, noch mehr Reißnägel. Alter! Holy shit! Warum verliere ich so viel Leben? War Open doch nicht die richtige Wahl? Ich glaube, hier ist tatsächlich diese Langstreckenreißnägel besser, damit die weiter nach oben schießen können, ne? Okay. Nein, 22 Millionen immer noch, allerdings mit 28 Kommentaren, da gab es also wieder was Neues. Gucken wir mal. Top Comment. When will the blog post return? Will there be a competition for a BTD6 map similar to BTD5 or maybe a hero design contest? Just for fun, or maybe the winner gets theirs in the game. Ah, das ist auch ganz cool. Also anscheinend haben sie sowas wie BTD5 gemacht und wie entweder. Ups. Dass man was einsenden konnte und wie vielleicht ein. Ach ja, stimmt. Da war ja noch was. Dass halt quasi die Map übernommen wird oder halt der Held, der kreiert wurde. Habe ich ja gesagt, also Ninja Kiwi wäre ziemlich dämlich, wenn sie die Community nicht nutzen würden, die sie haben, um sich halt wirklich Arbeit zu ersparen. Hero Design, Champion, Links Design, Map Design, könnten ja alles an die Community auslagern und die würden, oh, die halten gar nicht so lange, ist ja doof. So, dann würde ich sagen, setzen wir schon mal die ersten hier hin. Ups. Ich liebe Nagelfabriken. Ja. Okay. Ah, ich finde die Fähigkeit nicht gut, wenn die wirklich nach zwei Runden schon ab wegfällt. Ah, müsste gleich wegfallen, wenn sie nicht hier gleich. Okay, sie hat was kaputt gemacht. Der Geist sucht sich die Gegner. Sehr, sehr cool. Der Dornbusch ist leider verschwunden. So, gegen Tamoluns kann ich hier aktuell nichts tun. Nö, bis dahin ist er auf jeden Fall nicht Stufe X. Heißt also wirklich, die Nahfabriken sind gegen die Tamoluns zu nutzen. Ich werde meine Map, glaube ich, immer in der Mitte bauen, weil alles andere für mich keinen Sinn macht. Eine Idee kam ja, oder ein Kommentar zu der Map kam ja, dass man hier am Anfang bauen sollte, weil ja quasi, wenn man hier vorne hinbaut, gut, ist jetzt für die Map noch eine andere Regelung, weil du hier nur spezielle Türme hast. Wenn du hier etwas hinbaust, hier oben links, hier zum Beispiel, dann kannst du auf der rechten Seite auch noch einen, zumindest mit Ninja ab oder so. Aber das finde ich jetzt nicht so gut. Ah, die Nahfabriken sind schon so super. Aber ziemlich langsam, ne? Die Blunts hier. So, Foxera hat er mal geschrieben. Das ist auch schon Ewigkeiten. Ne? Also die ganzen Kommentare sind ein bisschen älter, wundert euch also nicht. Ich muss ja ein bisschen im Voraus aufnehmen, einfach weil ich ja nicht jeden Tag drei Folgen aufnehmen kann. Also könnte ich schon, aber nicht zeitnah. Ja, hat er geschrieben, die Lederfarmen sind immun gegen Zauberattacken. Wissen wir ja mittlerweile schon. Schnellere Produktion, ja, Mann. Hauen wir mal rein. Genau, die Lila-Farben halt immun gegen Zauberattacken sind, ist ja mittlerweile schon bekannt. Zumindest mir. Ja, die so eine lila eine Schicht drum haben, sind halt zauberimmun. Weder Magie noch Feuer oder so können da irgendwie was machen. Ich glaube, mehr brauche ich sogar ehrlich gesagt gar nicht. Naja, gut, für die Mobs später brauche ich noch ein bisschen was. Ein bisschen Schaden. What next? Und heiße Nägel auf jeden Fall gegen die Leads, ne? Ich weiß nicht, ob er schon mittlerweile Leads kaputt machen kann. Muss mal gucken. Hat ja Angriffsgeschwindigkeit, hätte gerade noch platzen lassen. Nee.
Boah, Bombenkerne. Das ist natürlich geil. Das ist eine geile Fähigkeit, wenn die wirklich 100 kaputt machen können. Alle Zombies starten hier drin mit 200? Was, 200? Okay. Nein, nicht so geil, muss ich sagen. Nicht so geil. Kein Leben bitte? Ah, okay, dem ist vernichtet worden. Whatever! Na, hätte ich mit der Brombeere wahrscheinlich was abhalten können. Aber ist nun mal so. Ah, da sind die Tarnblons. Die wir umgangen haben. Und gekillt haben durch unsere Nagelfabrik. So, die haben zum Beispiel Magieimmunität, ne? Seht ihr ja. Boah, geh mir das auf den Sack, ey. Heiße Nägel jeweils. Dass die Leads nicht durchkommen dann später. Nächste Runde. So, hier, zack. Boah, hat er richtig gewartet, ey. Da sind schon ziemlich viele Blooms, muss ich sagen. Heftig, heftig. Aber die werden wir schon abhalten können. Und da kommen die Leads. Können die den kaputt machen? Nee. Ah, okay, der Geist kann die also kaputt machen. Sehr gut. Gut zu wissen. Ich würde schon ganz gerne den Schnellgang noch hier hinsetzen, ne? Fände ich ja schon wichtig. Aber es ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt, ne? Ich meine, hier wirklich viel Schaden macht er ja nicht, ne? Dann glaube ich, sollte ich lieber die hier aufrüsten. Ja, ja, ja. Die haben ja schon wieder ein paar Leben weggezogen. Jetzt muss man wieder ein bisschen Leben auffrischen. Die Nagelfabriken sind hier echt das Primäre, was man hier nutzt, ne? Schauen wir mal. Schon easy kaputt gemacht. Oh Gott, sind das viele. Ich habe verloren. Nein, nicht ganz. Alles gut. Ich bin eher dafür, noch eine zweite Fabrik hinzumachen, oder? Ja. Ja, ja, ich verliere ein paar Leben. Ist schon okay. Ich verliere nicht nur ein paar Leben, ich habe verloren. Gott, Alter. Okay, das Ding macht eigentlich so ziemlich gar nichts, ne? Na gut, mit dem Extra jetzt natürlich kein Hindernis mehr. Ah, ich kann das Ding auch verkaufen. 613, na gut. War ja auch sehr clever, dass ich das gemacht habe. Oh Gott, bin ich dämlich, ey. Naja, die Nagelbälle wären auf der anderen Seite natürlich besser gewesen. Okay. Ja. Was soll ich dazu sagen, ha? Huh? Was soll ich dazu sagen? Eine Daily Mission auf leicht, die ich verloren habe. Hm. Klack, klack, klack. Immer noch Stufe 10. Stufe 8 gerade mal. Hm. Und jetzt? Also der macht ja wirklich gar nichts, ne? Der Reißnagelwerfer, den kannst du echt in die Tonne treten. Die 0,1 Sekunden, die der da vorbeikommt. Echt irrelevant. Naja, reicht auf jeden Fall aus. Ich dachte schon gerade, verloren. 202 Nice einwerfen, wir haben natürlich plus gemacht, 45 Dollar. Hm. Ist natürlich doof, dass ich dann Continue nutzen musste. Ich glaube, ohne hätte ich es gar nicht geschafft, um den 5000 Dollar. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig auf jeden Fall. Sondern eine wenigstens Kraft von einer von allem. Was fehlt mir dann noch? Erfolg, Zeitstopp.
Klebefalle fehlt noch. Die drei. Ah, es kommt später einfach mal. Gut, Leute. Daily. Den ganzen Challenge erledigt. Hoffentlich kommt mal die Patch-Notes zu dem 1.8er Update. Damit ich weiß, was dort gemacht wurde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. BTD6. Bis dahin. Ciao, ciao.